Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Ich werde heute mein drittes Gericht auf dem Beefmaker Pro machen und zwar jetzt endlich Steak. Ich habe zwei verschiedene, einmal ein Flanksteak und dann einmal Roastbeef. Die sind beide ungefähr so dick. Die lasse ich dann schön hier drauf kurz kross werden. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt von da aus, aber bei den 800 Grad kross werden. Dann oben drauf hat der Beefmaker noch so eine kleine Zone mit zwei Konsistformen, die man, wo ich das Zeug reinlegen kann und dann einfach nur noch gar ziehen lassen kann. Was daraus wird, das seht ihr gleich. So, ich habe mir diese schön marmorierten Roastbeefs geholt. Schöne Kruste oben drüber und drunter. Die schmeißen wir jetzt bei voller Hitze auf den Grill. Der heizt gerade noch vor. Danach kommen die oben drauf in die Schale zum Nachziehen, bis sie die Kerntemperatur erreicht haben. Ich versuche das Ganze so auszurichten, dass ihr auch in den Grill reingucken könnt. Vielleicht kann man ja sogar ein paar Flämmchen sehen. So, gewürzt wird nachher. Und dann geben wir dem Ganzen jetzt mal, ich denke mal, so anderthalb Minuten sollte reichen. Zisch. So. Und dann ab nach oben damit. Und dann gucken wir mal eben hier rein, ob wir es sehen können. Oh, ist das geil. Nee, mach nur. Und brutzelt. Schon geil. Und meine Zange. Seite. Und dann gehen wir dem Ganzen noch mal eine Minute von der anderen Seite. So. Sieht sehr gut aus. Ich messe jetzt mal direkt die Kerntemperatur. So. Mitte 30. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Und dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen ziehen. So, das Fleisch hat eine Kerntemperatur von 52 bzw. 55 Grad erreicht. Ich habe es jetzt noch 2 Minuten so ruhen lassen. Hole ich mal nah ran. Also das sieht ziemlich gut aus. Ich hätte jetzt mal einen gekonnten Mittelschnitt machen.
das nicht geil. Ich teile es mal direkt durch drei Mann. Eine Tranche schneide ich runter zum Probieren. Einfach nur ein bisschen Salz drauf. Fleur de Sel habe ich jetzt drin. Deswegen muss das Ganze jetzt zuhalten. Also ich sage ja, der Beef wird schon Geld wert. Schöne knusprige Kruste mit Röstaromen. Das war ich innen super saftig. Was will man mehr? Was will man mehr? Wenn euch das Video genauso gefallen hat wie mir, lasst mir einen Daumen hoch da. Ansonsten lasst mir auch einen Daumen runter da. Aber auf jeden Fall lasst mir einen Kommentar da. Aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, als Alternative zum Roast Beef, was da schön fein marmoriert ist, habe ich jetzt das Flank Steak. Das ist das Steak, was in Amerika am beliebtesten, ist. Das ist ein sehr grobfaseriges Fleisch. Ich habe mir extra das Stück so geben lassen, dass ich da schön ein paar Tranchen von runterschneiden kann. Ich mache da drei Stück von. Mal zu zeigen, das Flanksteak ist ein wenig, ja, wie beschreibt man das? Grobe Fasern, leichte Fett drin, vom bisher deutlich fester, aber das heißt nicht weniger saftig. So, auch da dem Oberhitzegrill die volle Breitseite geben. Damit und bis ganz nach oben. Ich versuche noch mal, ob ich nicht ein paar Bilder einfangen kann. Es ist zu hell hier draußen, das ist das Problem. Das kann man also schlecht sehen. Schade. Auch das wird jetzt pro Seite, ich sag mal, 1,5 Minuten und dann kommt es noch oben auf den Warmhalterost, um durchzugaben. Dann schauen wir mal das erste Mal nach. Ah, ein bisschen geht noch. Dieses war der erste Streich. Wo habe ich die Zange? Drinnen, super. Das heißt, einmal mit Gewalt umdrehen. Schön aus. Oh. So.
hier mal auf Minimum. Das Stück mal auf und hier das mal ganz außen. Weil so kriege ich es nicht da. Dann schließt nämlich die Schale nicht. Durch das grobfaserigere des Flanksteaks ist es so, bis das gar gezogen ist, braucht es deutlich länger, weil die Fleischfasern an sich sehr viel dicker sind. Das kann man hier auch hervorragend erkennen, wie dick die Fasern sind. Ich gucke mal eben nach, ob ich euch näher ranholen kann. Das ist jetzt unscharf. So. Also die Fasern sind deutlich dicker als bei einem normalen Stück Fleisch. So, das erste Stück ist fertig. So, das schneiden wir jetzt direkt mal an. Einmal den Mittelschnitt. Ja, eigentlich schneidet man mit der Faser. Ich habe es auch falsch angeschnitten, so Mist. Aber das ist mir jetzt egal. Da habe ich nicht drauf geachtet beim Schneiden. So muss ein Stück Fleisch aussehen. Das esse ich sogar ganz ohne Salz. Es gibt Fleisch, das kann man ganz ohne essen. Unglaublich. Super zart, auch das super lecker. Also wenn man mal einen Ticken mehr Geld für Fleisch ausgibt, dann weiß man, was man bekommt. Ich sag mal, ein gutes Stück Fleisch zu versauen, ist schon schwierig. Aber wie gesagt, auch das geht. Ich habe es glücklicherweise nicht geschafft. Deshalb von mir einen Daumen hoch. Es würde mich freuen, wenn ich von euch einen Daumen hoch bekomme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.